Grüß Gott, mein Name ist Jasmika Igretz. Ich bin Radiologin auf der Abteilung für allgemeine radiologische Diagnostik, Universitätsklinik für Radiologie, LKH Graz. Heute rede ich über Stellenwert der Radiologie in der Schockraumversorgung. Wir fangen mit dem EFAST. Für die Erstversorgung schwer verletzter Patienten zählt oft jede Minute. In den 70er Jahren wurde deshalb der Begriff Golden Hour of Shock populär gemacht. Bei der initialen Abklärung von Traumapatienten liegt die Priorität auf der raschen und genauen Einschätzung des Patientenzustandes, geeigneten Maßnahmen zur Reanimation und Stabilisierung sowie dem allfälligen Transport unter bestmöglichen Bedingungen. Bei der Erstuntersuchung sollen potenziell lebensbedrohende Verletzungen erkannt werden. Dabei ist die FAST-Untersuchung oder Focused Assessment with Sonography for Trauma ein Instrument erster Wahl. Anhand der FAST-Methode können Blutungen in Körperhöhlen wie Peritonalhöhle, den Pleurahöhlen und dem Perikard sicher diagnostiziert werden. Zur Festlegung des Ablaufes der Versorgung von polytraumatisierten Patienten werden die Versorgungsphasen definiert. In vielen Ländern basiert diese stufenweise auf dem Advanced Trauma Life Support Konzept oder ATLS, welches ein standardisiertes, prioritätenorientiertes Schockraummanagement von Traumapatienten definiert. Der EFAST hat sich beim Traumamanagement im Schockraum fest etabliert. Er wird im Rahmen der Erstuntersuchung oder Primary Survey durchgeführt. Im Bedarfsfall, zum Beispiel wenn kein CT angewendet werden soll, kann EFAST im Rahmen des Secondary Survey durchgeführt werden. Im sogenannten ABCDE-Schema ist der Ultraschall zu B, Beatmung, Ventilation und C, Kreislauf und Blutungskontrolle zuzuordnen. Wichtig ist, dass die EFAST-Untersuchung eine relevante Blutung einfach darstellen kann und für die Entscheidung der Direktverlegung in der OP bei Kreislaufinstabilität die schnellste Antwort liefert. In diesem standardisierten Untersuchungsgang wurde der Thorax mit einbezogen und als EFAST oder Extended FAST bezeichnet. Mittels fokussierter Sonographie soll hiermit die Frage nach freier Flüssigkeit im Pleura, Perikard oder Abdomenhöhle geklärt und auch ein Pneumothorax ausgeschlossen oder gesichert werden. Durch Limitierung und Fokussierung auf wenig relevante Fragen kann die EFAST-Untersuchung in sehr kritischen Situationen in weniger als 2 Minuten durchgeführt werden. Einfach zusammenzufassen. Mittels Sonographie können Aussagen zu freier Flüssigkeit in den Abdominal-Perikard- und Pleurahöhlen getroffen werden. Sie wird von allem bei Traumapatienten durchgeführt und hilft bei der Entscheidung, ob eine unmittelbare Operation indiziert ist. Der Ablauf der Untersuchung ist standardisiert und erfolgt nach dem FAST-Protokoll, bei dem die Suche nach freier Flüssigkeit im Vordergrund steht. Soll die Lunge zusätzlich auf das Vorliegen eines Pneumothorax untersucht werden, kann das EFAST-Protokoll zur Anwendung kommen. Die Notfallsonographie sollte so schnell wie möglich durchgeführt werden und eine weitere Diagnostik sowie eine eventuell anstehende Operation nicht verzögern. Wann nutzen wir EFAST? Die EFAST-Untersuchung wird bei allen Traumapatienten nach stumpfem Bauchtrauma durchgeführt, aber auch bei Patienten mit Kreislaufproblemen oder eingeschränkter Bewusstseinslage durch Schädelhirntrauma oder eventuell Intoxikation. Zusätzlich, die EFAST-Untersuchung ermöglicht, auf die klinischen Fragen sicher und direkt zu beantworten und kann auch in der Therapie, zum Beispiel Funktion, eine wichtige Hilfestellung sein. Freie Flüssigkeit findet sich nicht immer bei liegenden Patienten dorsal und im kleinen Becken. Wenn nämlich der Druck im Oberbauch beim Spontanatmen in Inspiration kleiner wird als im Unterbauch, fließt die Flüssigkeit nach subdiaphragmal und das ist ein sensitivster Punkt für Flüssigkeit. Die freie Flüssigkeit ist sonografisch bereits ab 10 ml detektierbar und selbst bei schlechten Schaubedingungen oder überblähten Abdomen ab 200 ml zu diagnostizieren. Frisches Blut kann sich als echoreich darstellen oder wechselnde Anteile echoreicher und echoärmer Formationen einnehmen. Bei Umlagerung des Patienten ist freie Flüssigkeit beweglich
Sie lässt sich auch durch Kompression wegdrücken. Freie Flüssigkeit in der Pleurahülle sammelt sich beim liegenden Patienten dorsal an und ist in Abgrenzung zu Leber und Milz gut darstellbar. Ein Hämatothorax kann echoreiches Material enthalten. Für eine Volumeneinschätzung, man multipliziert den maximalen Zwölffüllungenabstand in Millimeter mit dem empirischen Faktor 20. Der Perikarderguss lässt sich bei größerer Ergussmenge zirkulär im Perikardraum darstellen. Ob ein Perikarderguss hämodynamische Relevanz besitzt, zeigt sich in der Kompression des rechten Atriums bzw. des rechten Ventrikels. Hier ist Wahl der Schaukopfen. Im Schockraumversorgung nutzen wir meistens Konvex-Schaukopf. Der hat gekrümmte Schaufläche. Hier ist Übersicht der Schaukopfpositionen wie folgt. Position 1 ist hoher Flankenschnitt und Flankenschnitt rechts zur Untersuchung des Rezessus costodiaphragmaticus und der Morrison Pouch. Position 2, hoher Flankenschnitt links zur Untersuchung des Rezessus costodiaphragmaticus links und Collar Pouch. Subxiphoidaler Querschnitt zur Untersuchung des Perikardbeutels. Suprapubischer Längs- und Querschnitt zur Untersuchung des Douglas-Raumes aus Position 4. Und parasternaler Längsschnitt zur Detektion eines Pneumothorax. Studien darüber, leider, welche Reihenfolge der Schaukopfpositionen am sinnvollsten ist, existieren nicht. Aber wir wissen, dass die Schnittbilder und Abfolge der EFAS-Untersuchung regelmäßig geübt und wiederholt werden sollten. In Position 1 im Flankenschnitt rechts werden Niere und Leber dargestellt, sowie zwischen den beiden Organen den Morrison Pouch. Der Schaukopf wird sagittal in einen der unteren Interkostalräume aufgesetzt und hier Leber dient als akustisches Fenster, um Flüssigkeit im Rezessus hepatorenalis zu erfassen. In derselben Position wird der Schaukopf in kraniale Richtung verschoben, um die rechte Pleurahöhle zu untersuchen. Ziel ist dabei, den posterioren Rezessus costodiaphragmaticus zu identifizieren und einen allfälligen Pleuraerguss zu erkennen. Im Bild mit Markierung sehen wir echoreiche Reflexzellungenoberfläche, dann rot markiert Morrison Pouch und Grenzfläche vom Zwerchfell. Hier ist die Leber und die Nieren. Hier sind die Aufgaben für Primary Survey, das ist Ausschluss eines Hämatothorax oder Pleuraergusses, Nachweis einer freien Flüssigkeit, subphrenisch oder im Morrison Pouch und Parenchymverletzungen sind im Rahmen des Secondary Surveys als zweite Möglichkeit. Beim Vorliegen eines Pleuraergusses oder Hämatothorax erscheint hier sonografisch ein echoarmer Bereich, der oberhalb des Zwerchfells liegt. Im Realbild sehen wir Flüssigkeit im Thorax, die die echogenere Lunge umgibt, hier atelektatische Lunge, und rechts echoarmer Pleuraerguss, der entspricht einem Hämatothorax. Freiflüssigkeit in der Bauchhöhle ist meist echofrei bis echoarm und kann sehr verschieden imponieren. Es ist wichtig zu sagen, dass freie intraperitoneale Flüssigkeit ist ab einer Menge von mehr als 100 ml immer pathologisch zu werten. Hier freie abdominelle Flüssigkeit subphrenisch als ein sichelförmiger Saum zwischen Leber und Zwerchfell. Andere Beispiele. Hier freie Flüssigkeit im Morrison Pouch zwischen Leber und der Niere, schematisiert. Und bei anderen Patienten auch freie Flüssigkeit aus echofreier Flüssigkeitsansammlung zwischen Leber und der Niere. Und hier sehen wir auch Nierenbeckenkelchsystem. In Position 2 wird der Schaukopf
sagittal leicht posterior in einen unteren linken Interkostalraum aufgesetzt. Rezessus splenorenalis einstellen und dann auf Heilflüssigkeit untersuchen. Von dieser Position ausgehend wird der Schaukopf in kranialer Richtung verschoben, um die linke Pleurahülle zu untersuchen. Im Bild mit Markierung, wir sehen auch, wie auf der rechten Seite, echoreiche Reflexstellungenoberfläche, Kohlepouch rot markiert, Grenzfläche vom Zwerchfell hier, Milz und die Niere. Aufgaben auch gleich wie auf der rechten Seite. Wir müssen Hämatothorax pleuraerguss bestätigen oder ausschließen, freie abdominelle Flüssigkeit subphrenisch oder im Kohlepouch. Eine Beurteilung der parenchymatosen Organe nur im Rahmen des Secondary Surveys. Zum Vergleich, wir sehen schematisiert, wie auch auf die rechte Seite, das Vorliegen eines Pleuraergusses oder Hämatothorax, sonografisch als echoarmer Bereich, der oberhalb des Zwerchfells liegt. Freie abdominelle Flüssigkeit subphrenisch als sichelförmiger Sound zwischen Milz und Zwerchfell oder freie Flüssigkeit im Kohlepouch zwischen der Niere und der Milz. Zum Vergleich links das Bild ohne Auffälligkeiten mit Fettgewebe zwischen der Milz und der Niere und positive E-Fast mit freier Flüssigkeit im Kohleraum. Subkostale Herzanlotung in Position 3. Im subkostalen Querschnitt wird der linke Leberlappen als Schaufenster verwendet und das Perikard durch Kippen des Schaukopfes nach kranial eingestellt. Zuerst schematisch. Der linke Leberlappen wird als Schaufenster benutzt, Hirnspitze. Und die vier Herzkammern sollen eingestellt werden. Falls ausreichend Zeit, Sektorschaukopf verwenden. Im Realbild, wir sehen auch linke Leberlappen, Vierkammer Blick, dann rot markiert Perikardbeutel und Zwerchfellreflexionsoberfläche. Bei pathologischer Befund, wir sehen echoarme oder echofreie Randsaum um die Herzkammern herum und deutlich distendiertes Perikardbeutel. Im suprasymphysären Quer- und Längsschnitt wird die Harnblase dargestellt. Die echoarm gefüllte Harnblase dient als Schaufenster und erleichtert das Festlegen freier Flüssigkeit. Gegebenenfalls sollte die Harnblase mit Hilfe eines Blasenkatheters gefüllt werden. Im sogenannten Douglas-Raum bzw. in der Excavatio recto vesicalis würde sich dorsal der Harnblase eine echoarme Formation mit darin freischwimmenden Darmschlingen zeigen. Durch Fächern nach kraniokaudal oder links und rechts wird der gesamte Douglas-Raum oder Brustraum nach Flüssigkeit abgesucht. Hier Beispiel einer freilichen Patienten mit Uterus und Douglasraum. Markiert gelb ist Douglasraum. Und auch Aufgaben. Wir müssen beurteilen und untersuchen das Becken für die Flüssigkeitspräsenz im Douglas- oder Brustraum. Ein männlicher Patient mit kleiner Menge freier Flüssigkeit im Brustraum und weibliche Patientin mit größerer Menge freier Flüssigkeit mit heterogener Echogenität im Douglasraum oberhalb des Uterus. Hier weiter, ein Patient mit größerer Menge freier Flüssigkeit herum der dilatierten Harnblase.
Im parasternalen Quer- oder Längsschnitt kann die Verschiebung von viszeraler und parietaler Pleura beurteilt werden. Wenn gibt-zeitlinear Schaukopf ausfällen, Schaukopf längs parasternal rechts und anschließend links oder in der medioklavikular Linie auf Höhe des zweiten oder dritten Interkostalraumes aufsetzen. Quer abgeschnittene Rippen sollten sich am linken und rechten Bildrand befinden und diese Ansicht wird auch als Fledermaus oder Bettsein bezeichnet, wobei die Rippen und die dahinter gelegenen Schallauslöschungen die Flügel darstellen und der Interkostalraum den Körper der Fledermaus. Pleuragleiten sollten sich deutlich sichtbar sein. B-Linien müssen nicht vorhanden sein, schließen aber bei Sichtbarkeit einen Pneumothorax aus. Im ventralen Quer- oder Längsschnitt wird im bewegten Bild normales Pleuragleiten nachgewiesen, das sich als atemsynchrone Bewegungen darstellen. Hier, wir sehen auch kleine Artefakten, Bewegungsartefakten, genannt auch als Ameisenlaufen. Korrespondierend Bild im B-Mod und im M-Mod. Im stehenden Bild wird das Pleuragleiten als Seashore-Phänomen dokumentiert. Fällendes Lungengleiten und fällende B-Linien deuten auf einen Pneumothorax hin. Der Nachweis des Lungenpunktes beweist ihn. Hier ist diese Position, wo sehen wir fällende Lungenbewegungen bei Pneumothorax und normaler Lunge. Bei vollständigen Pneumothorax oder Spannungspneumothorax finden sich lediglich stehende Reverberationsechos, das sind diese Linien hier, parallel zur Pleura-Oberfläche, die in einer instabilen Situation jedoch rasch die Entscheidung die Seite der Entlassungspunktion liefern können. Hier komparativ Bild in B-Mod, M-Mod, stehendes Bild und schematisiert Barcode sein. Bevor wir gehen weiter, müssen wir über Kriterien der Angemessenheit reden. 2007 hat sich ein Panel der Experten getroffen und sie haben an der Basis der Canadian C-Spine Rule und der National Emergency X-Radiography Utilization Study oder Nexus Study Entscheidungsregeln geschrieben, die den Einsatz der bildgebenden Methoden bei den Patienten mit Trauma leiten sollen. Es geht einfach um die Abwägung sämtlicher Vor- und Nachteile der vereinzelten bildgebenden Methoden, einschließend CT und MR. Expertpanel hat danach unterschiedliche Szenarien gegeben mit empfohlenen bildgebenden Methoden und hat die Methoden rangiert als am wenigsten geeignete und am besten geeignete. Hier sind die Beispiele, zum Beispiel Variante 3 mit Patienten mit Myelopathie, dann mit mechanisch unstabil Wirbelsäule, Patient nicht abklärbare klinisch Patient mehr als 48 Stunden, dann bei der Patienten mit Verdacht auch auf Gefäßverletzung, Verdacht auf ligamentäre Verletzung, Blandtrauma mit neurologischen Auffälligkeiten oder ohne neurologische Auffälligkeiten. Die akute CT-Untersuchung bei Polytrauma-Patienten gewinnt seit Jahren zunehmend an Attraktivität. Mit der Einführung moderner Multidetektorgeräte ist eine rasche und hochauflösende Bildgebung möglich geworden. Damit hat die Verantwortung der Radiologen als Teil des Traumateams erheblich zugenommen. Die Ganz-CT-Untersuchung ist deshalb bei der Abklärung stabilisierter Polytrauma-Patienten Methode der Wahl. In der Regel werden dabei Kopf, Hals, Thorax, Abdomen, Wirbelsäule und Becken untersucht. In LKH Graz ist ein Polytrauma-Protokoll festgestellt worden. Es schließt eine biphasische Untersuchung, die optimale Darstellung der parenchymatösen Organe, aber auch die Beurteilung der vaskulären Strukturen ermöglicht.
die wichtigsten Diagnosen im Bereich des Körperstammes umfassen Pneumothorax, Perikard und Pleuraergüsse, Lungenkontusionen, Rippenfrakturen, Aortenruptur und Dissektion, Beckenfrakturen inkludiert intra- und extraperitoneale Blutung. Der Radiologe muss also vom Unfallchirurgen oder Traumalider über den Unfallmechanismus und die am schwersten betroffenen Körperregionen so exakt wie möglich informiert werden. Diese Information ist der Schlüssel für eine personalisierte CT-Untersuchung, die unter Umständen auch nur auf Teilbereiche des Körpers fokussiert sein kann. Aufgrund der zunehmenden Verfügbarkeit schneller CT-Geräte steigt die Zahl der Ganzkörperuntersuchungen seit Jahren kontinuierlich an. Der Radiologe ist deshalb verantwortlich dafür, dass die üblichen Kriterien des Strahlenschutzes oder sogenannte ALARA-Prinzip eingehalten werden. Bei der Befundung ist wichtig, eine möglichst systematische Befundung der Datensätze vorzunehmen. Leider, wir reden über mehr als 3000 Bilder, um den Prozentsatz nicht erkannter Diagnosen zu minimieren. Hier ist ein Beispiel. Ein männlicher polytraumatisierter Patient, 22 Jahre alt, der bei einem Autounfall verletzt wurde. Der Patient wurde mit klinischen Zeichen eines hypovolemischen Schocks und einer rechten Hüftfraktur in die Notaufnahme gekommen. Es zeigt sich eine Leberruptur AAST Grad 4 im CT, dann Hämatoperitoneum sowie Luxation der rechten Hüfte. Hier rechts Volume Rendering Rekonstruktionen nach der Reposition zeigen offensichtlich ein Frakturfragment intraartikulär gelegen, was ist eine Indikation für weitere operative Versorgung des Patienten. Auch neurologisch relevante Verletzungen des Neurokraniums werden sofort mit dem MDCT mit Hörsensitivität erfasst. Hier Patient mit ausgeprägtem Befund, multiplen Kontusionsarealen, angrenzendem subduralen Hämatom, dann kleinen subarachnoidalen Blutungen diffus, ausgeprägtem Hirnödem, reduzierten basalen Zisternen und Herniationszeichen. Zweiter Patient mit epiduralem Hämatom, offensichtlich mit raumforderndem Effekt im Sinne einer Kompression des linken Seitenventrikels sowie subvaltine Hernierung. Rolle der Magnetresonanztomographie im Schockraum-Setting im Rahmen des Secondary Surveys ist deutlich eingeschränkt. Aber ich muss das erwähnen. Hier spielt die wichtigste Rolle der allgemeine Zustand des Patienten. Bei einer MRT-Untersuchung muss der Patient bei einer verkürzten Untersuchung ca. 20 Minuten in Ruhe liegen. Und wir müssen auch aufpassen, dass die medizinischen Installationen immer tauglich sind. Wenn wir nehmen alles das ernst, dann wir können die Indikationen für die Wirbelsäulen-MRT geben. Das sind in erster Linie CT-suspekter Befund mit Verdacht auf Bandverletzung im Sinne einer Präsenz des prävertebralen Hämatoms, Spondylolisthese, asymmetrische Bandscheibenraumerweiterung, dann im CT-Befund Facettenverschiebung, präoperativ indiziert, dann in Patienten mit neurologischem Bild und Verdacht auf Rückenmarkpathologie oder mit Patienten mit neurologischem Bild und negativem CT oder Röntgenaufnahmen. Und am wichtigsten, diese Methode hilft zur Unterscheidung zwischen hämorrhagischen und nicht hämorrhagischen Rückenmarkverletzungen im Sinne einer prognostischen Bedeutung, weil das Vorhandensein einer Blutung signifikant verschlechtert das klinische Endergebnis. Ein sehr guter Artikel stellt die Patienten mit Indikation für MRT-Untersuchung, Polytraumapatienten. Hier ist ein mit komplettem Riss von vorderen und hinteren
Längsbandes, komplettem Riss des Ligamentum flavum, Ligamentum nuche und der Ligamenta interspinalia. Dazu kommen auch die multifokal mikrotrabekuläre Wirbelkörperfrakturen und ausgeprägtes Ödem der umgebenden Weichteile. Es ist sehr wichtig, Blutung im Bereich der Wirbelsäule zu ausschließen. Wir machen das mittels Gradient Recalled Echo Sequenz. Wo können wir Blutdegradationsprodukte nachweisen? Hier ist Patient mit einem epiduralen Hämatom und wir sehen diese schwarze Punkte, konfluierende Punkte, was sind die Blumingsartefakten, typisch für eine Blutung. Auch Gradientsequenz, wir sehen keine Blumingsartefakten, nur erhöhtes Signal zentral im Rückenmark, was spricht für eine Kontusion des Rückenmarks ohne Nachweis einer Blutung. Manchmal Zette ist entweder unauffällig oder zeigt minimale Verletzungen, wie hier Wirbelkörperminderung. Aber im MR, wir sehen multifokale mikrotrabekuläre Frakturen der Deckplatten. MR hilft auch bei der Entscheidung und Differenzierung von vaskulären Verletzungen, manchmal besser als CT. Hier sehen wir nur diskrete Ausweitung des Lumens der Arteria vertebralis, im MR Nachweis von Doppellumen und Indikation zur Angiografie und in DSA wir sehen Ausstulpung des Lumens der Arteria vertebralis, Arterienwand ist zerrissen. Was ist eine Indikation für Treatment durch interventionelle Radiologen? Zusammenzufassen, die Anwendung eines speziell definierten Untersuchungsalgorithmus ermöglicht bei verunfallten Patienten die rasche Erkennung von einigen akut lebensbedrohenden Unfallfolgen, einschließlich Freiflüssigkeit im Abdomen als Zeichen einer Verletzung von Gefäßen oder parenchymatösen Organen, Hämatothorax, Perikarderguss und Tamponade, Pneumothorax. Die Ganzkörper-CT-Untersuchung ist bei der Abklärung stabilisierter Polytrauma-Patienten bildgebende Methode der Wahl. Eine biphasische Untersuchung ermöglicht die optimale Darstellung der parenchymatösen Organe, aber auch die Beurteilung der vaskulären Strukturen. MRT ist in diesem Fall sensitiver als andere bildgebende Verfahren bei der Diagnose von Weichteilgewebe und Rückenmarkverletzungen und die MRT ist hilfreich bei der Vorhersage des Outcomes des Patienten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleib gesund. Danke.